Hallo hier aus dem Bresser-Studio, heute mit einem kurzen Video zur Inbetriebnahme unserer Jumbo LCD-Wanduhr. In dem Sensor habe ich hinten schon mal die Abdeckung abgeschraubt, somit ist das Batterieneinlegen gleich einfach ein bisschen einfacher. Wir beginnen allerdings damit, die Batterien in die Basis einzusetzen. Dazu öffnen wir im hinteren Teil unser Batteriefach und legen die vier Batterien ein. Die Polung ist dabei eingezeichnet, somit sollte das Einlegen überhaupt gar kein Problem sein. Sobald nun die Innentemperatur erkannt wurde, wie es hier auch schon der Fall ist, können wir auch die Batterien in den Sensor einlegen. Den Sensor stellen wir dann neben die Basis, bis die Temperatur erkannt wird. Das ist auch schon geschehen, das können wir hier sehen, dass der Sensor erkannt wurde. Somit können wir die Abdeckung wieder draufschrauben und den Sensor nun an unseren vorgesehenen Ort stellen. Die Entfernung, die der Sensor zur Basis haben darf, ist dabei variabel und abhängig von der Gebäudestruktur oder auch anderen äußeren Einflüssen, kann daher durchaus variieren. Wenn die Batterien gewechselt werden müssen, ist es immer wichtig, die Batterien in der Basis und auch im Sensor auszutauschen und das einfach in der hier besprochenen Reihenfolge machen, dann gibt es auch keine Probleme. Ich wünsche viel Spaß mit der Uhr und bis bald.